Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute soll es um alle Panther gehen, die es im Spiel so gibt. Ich hatte da in den Kommentaren eine Frage oder einen Kommentar, ob ich mal die Panther alle fahren könnte. Wenn ich es noch finde, blende ich den Kommentar euch jetzt ein. Und wenn das natürlich der Wunsch ist, dann werde ich das mal machen. Wenn ihr auch Wünsche habt, dann schreibt mir die gerne in die Kommentare oder allgemein ein paar Sachen zu meinen Videos sagen wollt, schreibt mir das alles gerne in die Kommentare. Ich antworte da drauf und versuche auch Fragen da zu klären. So, jetzt wird erstmal gesagt, was es so für Panther gibt. Den Panther D kennt ihr, den gab es schon mehrmals auf meinem Kanal, glaube ich, zu sehen. Also, wir haben hier eine gute Wannenpanzerung, also 80 mm. Die angeschrägt ist, was halt einfach ganz geil ist, weil dadurch halt irgendwelche T34er oder sowas frontal an der Wanne nicht durchkommen. Und ihr habt einen abgerundeten Turm mit 100 mm. Ja, die Schwachstellen sind eigentlich hier rum und wenn ihr Glück oder wenn ihr Pech habt, treffen sie auch genau hier an der Stelle durch und der Coppola ist auch noch eine Art Schwachstelle. Beim Panther G ist das ähnlich. Bloß er ist hier unten noch, hat hier unten noch ein bisschen mehr ja, Blech einfach so, dass ihr ein bisschen weniger diese Schwachstelle im Gegensatz zum Panther D habt. Genau, ansonsten ist es eigentlich relativ gleich. Dann habt ihr hier noch den Panther F, das ist auch ein ganz normaler Panther. Die Turret Armor ist hier 120 anstatt 100, dafür ist der Turm aber auch nicht so rund, also es ist ein Schmalturm sozusagen, also alles, was über 120 Pen hat, ballert euch hier durch, so ungefähr. Also weil es halt fast kein Engel hat, nur so ein bisschen. Ja, ist eigentlich auch, müsst ihr genauso spielen wie die anderen Panther, also die Schwachstelle ist der Turm. Dann habt ihr hier den Panther A, das ist im Prinzip wie ein Panther D, bloß dass ihr eine schnellere Turmdrehrate habt, also hier ist die schnellste Turmdrehrate, das sind hier 20 Grad, ja, und den habe ich auch ausgebaut, also bei dem hier sind es jetzt 20 Grad die Sekunde, das ist die schnellste Turmdrehrate von allen Panthern. Und hier habt ihr den Jagdpanther, also den habe ich jetzt mal mit reingenommen, das ist sozusagen eine Pantherwanne mit so einem Kasemattenaufbau, also auch 80 mm, aber was hier eine Besonderheit ist, ihr habt hier nicht die 75er drin mit 192 Pen, sondern die 88er mit 237 Pen und die ballert schon ordentlich auf 6-0. Ja, das ist jetzt das BF, den wir spielen werden. Die anderen sind 5-7, können da mithalten und selbst der 5-3er kann da auch mithalten. Der hat die gleiche Kanone, hat nur eine langsamere Turmdrehrate. Die alle hier haben eine 75er drin, eine lange mit 192 Pen. Eine weitere Schwachstelle von diesem Panzer ist der Rückwärtsgang, also der ist sehr, sehr schlecht, ich glaube, ja, was sind das, 5 km/h, ja, darauf solltet ihr dann auch Acht geben und dann würde ich sagen, gehen wir in die Runden rein und ich zeige euch die Dinger ein bisschen. So, mir ist jetzt zwischenzeitlich noch eingefallen, dass es auch noch den Panther 2 gibt, das ist ein Panther mit dem Schmalturm, also genau wie der hier, bloß mit der 8-8er drin. Und einem viel besseren Rückwärtsgang, also so mit der beste Panther, ist dann aber halt gleich auch auf 6-7. Den habe ich nicht, den gibt es nicht mehr. Den gab es auch damals nicht in echt, deswegen haben sie ihn damals rausgenommen, genauso wie den 10-5er Tiger. Das wollte ich jetzt noch nur mal hinzufügen. Mein Gott, ist das ein Gegurke hier. Da ist ein PT-76. Ah, okay, ist sich da dran. Der kommt auch dezent bei uns durch. Haha, aber wir auch bei ihm. Den haben wir. Da unten ist noch was. Was ist denn das? Oh, ein M64. Glaube ich. Also das Teil aus dem Battle Pass. Na, komm, fahr vor. Fahr vor jetzt. Oh, es ist doch nicht so schwer.
W drücken bitte. Ja, komm, Jagdpanther, push ihn raus. Okay, ich glaube, der Jagdpanther sieht ihn nicht. Der Jagdpanther ist gleich tot. Na, der Panther D sieht ihn aber. Okay, der M64 sieht ihn aber auch nicht. Komm, Panther, knall ihn ab. Panther! Oder habe ich mich verguckt? Steht er da nicht? Doch! Bin ja nicht blöd. Der hat nämlich gewartet, bis die beiden weggefahren sind und wollte dann still und leise C cappen, aber so nicht. So, hier in dieser Stadt kann man immer nicht so viel sehen mit diesen ganzen Krimskrams. Oh. Das ist ein T34. Easy. Ja, wir. Das ist Cappen und Cappen, ist uns jetzt mal egal. So. Da ist ein Doppeldecker. Wir wollen jetzt natürlich hier auch nicht allzu viel Spawn campen. T34. Kein Fahrzeug zerstört. Vor uns ist noch ein Heavy. So, Leute, nicht auf den Turm schießen, auch wenn ihr ihn seitlich habt. Jumbo Shermans haben auch seitlich 100. Komm, prall ab. So. Und weg damit. Wir beiden sind Jagdpanther Bros. Nice. Das ist ein super Sherman. Okay, das war ein Super Sherman. Der hat 400 Pen, den wollte ich jetzt, da wollte ich jetzt nicht so offensiv drauf zufahren. Nein! Oh, schade. Okay, vielleicht sehen wir aber trotzdem noch ein bisschen anderes Panther-Gameplay. Wir nehmen nochmal einen Panther 11. Mein Gott, was ist denn hier los? Ah, schade. Ah, der hat auch Angst. Hm.
Oder TP-94 ist tot. Jetzt interessiert mich mal, kann man hier rüberfahren? Ah, wow. Nices Dach. Okay, diese Runde war hauptsächlich Jagdpanther oder nur Jagdpanther. Aber wir machen noch eine, damit ihr auch die anderen Panther seht. Panther G, Panther D und Panther A ähneln sich alle und da ihr den Panther D oder die sind eigentlich ziemlich gleich. Und ihr habt den Panther D ja schon bei mir auf dem Kanal gesehen. Und deswegen gehe ich jetzt am Anfang mit dem Panther F rein, dass ihr den mal seht, weil der hat halt ein bisschen anderen Turm und so. Ist im Prinzip halt auch ein Panther, also spielt sie halt auch genauso, aber ist halt der, der sich noch am meisten von den anderen unterscheidet. Ich muss sagen, ich mag den Turm lieber vom Aussehen her. So, okay, der leichte Kampfpanzer wartet natürlich nicht, wenn er in die Zone fährt. Dann können wir hier nämlich gleich rechts abbiegen. So, das wird mir jetzt hier zum Verhängnis, weil ich keine Artillerie habe. Sonst würde ich immer Artillerie auf B schmeißen. Aber die steht mir jetzt hier nicht zur Verfügung. Naja. Müssen wir halt anders auskommen ohne Arti. Jetzt gucken wir gleich auf C, weil das gleich gekappt wird, wie immer. Bisschen anwinkeln. Na, normalerweise wird C immer gekappt. Fährt jetzt ein Tiger 2P hoch. Okay. Na, der war ganz knapp. Bleib stehen. Ach, Mann. Lass mir doch den Kill. Den haben wir jetzt gekillt für ihn. Ah, jetzt wird C gekappt nämlich. Und im T34. Na. Okay, da hätte ich jetzt warten müssen. Das war zu voreilig. C wird nämlich eigentlich immer von den Gegnern gekappt. Hier ist eins. Feindfahrzeug zerstört. Haben wir. So, hier wird es jetzt spannend. So, jetzt hat der leichte Kampfpanzer hier bisschen Not. Wow. Und ist tot. Ich habe Commander Gunner. Nein! Was? Das kann nicht sein. Ja, okay. Scheiße. Das ist jetzt ein bisschen schief gegangen. Ja, wow, der leichte Kampfpanzer hat sich auch ein bisschen leicht abschießen lassen. Naja. Gehen wir mal in den Panther A. Und räumen mal bei C ein bisschen auf.
Der hat hier die schnellste Turmdrehrate halt. Geschütz geladen. Was mit dem anderen passiert? Keine Ahnung. Ach meine Güte! Mann, ich spiele aber hier gerade scheiße. Dann gehen wir nochmal in den Panther G. Da werden wir halt auch wieder nach 2 Sekunden tot sein, weil wir keine Ersatzteile haben. Naja. Defend the A point. Attention to the designated grid square. If we don't do something fast, the enemy will win. Attention to the designated grid zone. So. Ist hier jetzt noch irgendwo was? Ah. Oh mein Gott. Alter, wie ich da drauf geblieben bin. Wo ist der Schuss hingegangen? Ja, wow. Nicht meine Kanone. Ach, Digga, es ist so nervig. Ich spiele so scheiße. Ey, das kann nicht sein. Vielleicht prallt er. Ja. Nicht meine andere Kette. Das. Oh mein Gott. Haha, Legende. Der hatte gar keinen Bock mehr. Okay. Nachladezeit, falls ich es überlebe, skippen wir mal. So. Auf dem Spot war ich hier schon lange nicht mehr. Aber den kennt ihr vielleicht noch aus meinem Achilles-Video. Artillerie feuerbereit! Die Geschütze sind in Position.
Bitte nicht, danke. Der Spot hier ist auf Low Tier am besten. Auf High Tier wissen die, dass man hier steht, aber auf Low Tier checken es mal oder haben wussten es einfach manche halt noch nicht. Na, ja, 5 Kills, naja. 3 Tode, bisschen oft gestorben. Aber okay, naja, es ist noch okay. Mein Gott, ich fahre, als wenn ich besoffen bin. Driver Machine Gunner, nice. So, mal gucken, was die Artillerie macht. Oh, wir haben ihm nur den Driver gezogen, ne? Nicht den. Oh, ich wollte ihm schon zum Mission ziehen. Klar, dass er meine Kanone instant trifft. Oder habe ich ihn schon zum Mission gekillt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Komm, Artillerie, mach. Ja, danke, Artillerie. Danke, dass du deinen Job zuverlässig erledigst. Ja, erster Platz, aber trotzdem gut gespielt, also. Man kann aus den Panthern noch wesentlich mehr rausholen. Und mit dem Panther habe ich auch schon mal fast die, also, naja, die Nuke. Kann man manchmal, also kann man ja nur manchmal hier schaffen. Jetzt zum Beispiel in dieser Runde nicht. Habe ich schon mal, von den Einstiegspunkten her, hätte ich schon mal die Nuke gehabt mit dem Panther. Also mit dem Panther D. Nur mit dem Panther D das ganze Match über. Ich habe, glaube ich, 12 oder 13 Kills gemacht, bin ich einmal gestorben und dann hatte ich irgendwie 2600 Einstiegspunkte oder so. Also wenn man besser spielt und nicht so wie ich heute. Dann kann man es auch noch. Kann man auch noch mehr Kills machen. Dann soll es das zu den Panthern auch schon gewesen sein. Ich hoffe, man konnte alles gut sehen, sag ich mal. Also, was sie halt so können und was sie halt nicht können. Wenn ihr noch Fragen dazu habt oder zu irgendwelchen anderen Themen, stellt mir sie in den Kommentaren bitte. Ich hoffe, dass ich sie dann für euch beantworten kann. Ich hoffe auch, dass man den Grafikunterschied gesehen hat. Also auf Wunsch einiger Zuschauer habe ich versucht, die Grafik noch mal ein bisschen höher zu stellen. Ich hoffe, den Unterschied hat man gesehen. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.